Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zum nächsten Teil meines Formats Buchreihen vorstellen. Und Christine Feen habe ich einige Buchreihen hier hinter mir stehen. Und wie ihr seht, ist auch ein Regal gerade komplett leer geräumt, weil die Bücher direkt hier vor mir liegen. Und da muss ich mit der Serie anfangen, einfach weil es Mein dunkler Prinz, das erste Buch der Reihe, auch das erste Buch war, wo ich Romantasy bekommen habe. Ja, das hat mich eingeführt. Mein Buch ist dementsprechend, fragt mich nicht, wo, da ist auch schon Wasser rangekommen, aber ja. Es ist schon faszinierend. 2003 ist dieses Buch veröffentlicht worden, hat auch ein Redesign schon bekommen und ja, das war der Start einer Reihe, die jetzt... jetzt muss ich aufpassen. Band 37 kommt bald heraus auf Deutsch. Also 37 Bände. Also, wow. Ja, was kann ich über die Welt erzählen? Es ist Urban Fantasy. Also das heißt, es findet in unserer Welt statt. Das heißt, so viel kann ich jetzt natürlich über das Worldbuilding nicht sagen. Aber über... die Karpatner, genau. Karpatner wird sozusagen hier die Vampire genannt, obwohl es nicht ganz korrekt ist. Karpatner sind eine unsterbliche Rasse, die, wenn sie sozusagen ein gewisses Alter haben, in die Unsterblichkeit upgraded werden. Und die Männer in diesem Volk verlieren mit der Zeit die Fähigkeit, Gefühle zu haben, die Fähigkeit, Farben zu sehen, und die bekommen sie erst wieder zurück, wenn sie ihren zweiten Teil ihrer Seele finden, in Hand einer Frau. Ja, bis jetzt waren es immer nur Frauen, keine Männer oder Frau, Frau. Also es ist mehr so dieses klassische Bild. Und ja, wenn sie aber zu einem gewissen Zeitpunkt oder nicht stark genug sind, verwandeln sie sich in Vampire. Das heißt, in böse Wesen. Die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und alle zu vernichten. Könnte man so sagen. Ja. Natürlich leben sie unentdeckt unter den Menschen und haben manchmal auch recht interessante Fähigkeiten. Ja. Wir lernen hier halt diese Welt kennen. Und zwar, Mein dunkler Prinz ist tatsächlich, tut nämlich Raven kennenlernen. Und er ist tatsächlich der Prinz, also Mikhail Dumbrinsky Sky. Ja, diese Namen hier drin sind manchmal wirklich kompliziert für mich. Ja, lernen beide kennen. Und zwar kann sie Gedanken lesen. Und sie ist eigentlich ein Mensch. Aber sie hört eben seinen Schmerz und die Verabschiedung. Und er will eigentlich sozusagen der Sonne entgegengehen, weil er spürt, dass er nicht mehr weit davon entfernt ist, eben zu einem Vampir zu werden. Und er will halt, ja. Und sie will ihm halt helfen. Und er denkt erst, sie wäre eine Vampirin. Aber es stellt sich natürlich heraus, sie ist ein Mensch. Und es gibt natürlich auch Vampirjäger. Und ja, so startet die Reihe. Dadurch, dass wir hier sehr alte Männer haben, anders kann man es nicht sagen, haben die meistens ein klassisches oder sehr altertümliches Bild einer Frau. Dementsprechend sind die gerne herrisch und geben gerne den Damen vor, was sie zu tun, was sie zu lassen haben und so weiter und so fort. Bloß unsere Damen haben meistens ihren eigenen Willen, einen ganz schönen Dickschädel und sorgen dann dafür, dass es immer sehr interessante Wortgefechte und Action dazu führen und so andere Sachen. Nicht immer ist es so, dass er ein Karpatner ist und sie eine ein Mensch. Es gibt tatsächlich auch Karpatner und Karpatner und Mensch und Karpatner. Also es gibt immer verschiedene. Es ist nicht immer klar, dass er der Karpatner ist und sie der Mensch. Also es gibt auch andere Varianten. Ja. Und wie man sieht, fing es damals mit diesem Design an. Das wurde dann zu diesem Design hier.
Also und die älteren Bände, also das sind eher jetzt neuere, wurden dann nochmal redesigned, weil die hatten wirklich dieses klassische, wie man so schön sagt, Schundroman und Liebes-Romance-Bücher. Also die hatten damals wirklich nicht diese Bilder, deswegen sind die teilweise auch untergegangen, weil keiner wusste, dass es auch noch Fantasy-Anteil hat. Ja. Obwohl ich sagen muss, mit diesem hier so Dracula-mäßig war das halt auch cool. Ja, es gibt, also es ist wirklich, die Serie ist gemischt mit Elementen von Romantik, Fantasy, teilweise auch Horror, der jetzt sagen wir mal nicht so stark ausgeprägt ist. Oh, da gibt es sogar auch ein Novel, das sieht dann noch ganz anders aus. Das passt für meinen inneren Monk, würde ich das hier verschwinden lassen, weil das überhaupt nicht mehr reinpasst. Ja, zurück zum Horror. Also manchmal sind wirklich Elemente dabei, die gehen Richtung Horror. Weil wir haben hier das Böse, ne? Die Vampire. Und auch Magier könnte man auch schon so sagen. Also wirklich Magie. Und da gibt es Szenen, die sind schon wirklich horrorlastig. Ja, andere Sachen, wo man denkt, wo ist da die Magie? Also das kommt immer drauf, auf Band aus, drauf an. Klar, nach 37 Bänden hat man schon so dieses, es gibt schwächere, ich meine, es ist nicht gerade eine Reihe von 4-5 Büchern, es ist hier schon einiges, aber es überrascht mich immer wieder. Am Anfang, die ersten paar Bände, haben wir tatsächlich keinen richtigen roten Faden. Das sind einfach nur immer wieder Pärchen, die sich treffen. Dann hat man ein paar Bänden so eine kleine rote Faden, die sich über die verschiedenen Bände hinwegziehen, wo man tatsächlich einen großen Bösewicht hat. Ja, wo dann auch noch ein paar neue Elemente dazukommen, was ich sehr interessant fand und wo man dann auch ein bisschen mehr dran bleibt. Am Anfang ist es mehr die Karpaten und Amerika lastig. Dann wird komplett Europa mitgenommen und dann wird auch noch ein bisschen Richtung Mexiko gegangen. Also das heißt, man bekommt hier nicht nur ein Land, wo gefühlt alle Vampire sind, sondern nein, man kriegt also wirklich den kompletten Erdball, wo immer wieder Menschen auftauchen, die besondere Fähigkeiten haben. Und genau in dem Moment braucht der Karpatner oder die Karpatnerin Hilfe. Könnte man so sagen, ja. Was ich halt auch immer toll finde, ist, wir haben hier halt sehr traditionell bewusste Männer, die halt es eben von der Zeit damals so gesagt kriegen und versuchen natürlich in der aktuellen modernen Welt klarzukommen und mit der Frau oder dem Frauenbild, die hier existiert, was natürlich immer wieder zu Reibereien kommt. Trotzdem gibt es Bände, wo ich es einfach liebe, weil man hat hier zwei Welterschauungen, was aufeinander prallt und die versuchen oder wollen ja auch, dass es funktioniert, die Beziehung, und dass dann auch miteinander geredet wird. Sie reden miteinander. Das wird nicht heißen, nein, es wird so gemacht, sondern nein, das wirst du so machen. Und sie sagt so, nein, das mache ich nicht. Aber nicht dieses kindische Nein, sondern mehr Nein, deshalb. Es wird erklärt. Und derjenige denkt auch drüber nach. Also das ist ja auch immer sehr wichtig, finde ich, bei Charakterentwicklungen. Weil wir haben hier natürlich Bücher, die nur so 300, 400 Seiten haben. Und da eine Charakterentwicklung manchmal zu haben, wenn zwei völlig Fremde aufeinandertreffen, ist natürlich nicht immer leicht, finde ich. Also es ist natürlich düster. Findet meistens nachts statt. Ha, ha, ha. Das sind Vampire. Ja, genau. Und die Anderswertigkeit in diesen Büchern liegt ja auch immer an den Fähigkeiten,
die meistens die Weiblichen mit einbringen, die Männlichen auch. Die Weiblichen können zum Beispiel Gedanken lesen, können Wunden heilen, können sich in den Körper anderen versetzen. Also es gibt da wirklich sehr interessante Aspekte, wo ich immer wieder richtig toll finde. Ja, ich schaue hier immer runter zu meinen Notizen. Ja, und es ist halt einfach geil. Ist klar, wie ich ja schon mal erwähnt habe, es gibt Wände, die sind ein bisschen schwächer oder mit der Zeit hat man immer das Gefühl, es wird gleichbleibend. Ich meine, es ist immer das Gleiche, aber andererseits denke ich mir, es ist in jedem anderen Liebesroman auch so. Ja, Person X trifft auf Person Y und die beiden kommen zusammen. Ja, was willst du da Großes machen? Das Außenrum magst du anders. Oder die Charaktere selber magst du anders. Und das ist halt hier wirklich so. Neben dem eben Handlungsstrang, der jetzt auch wie aktuell wieder. Also das fände ich halt toll. Wir hatten am Anfang, wie gesagt, die Einzelnen, dann kam ein großer Bösewicht, danach kam nochmal ein großer Bösewicht. Jetzt haben wir schon den dritten großen Bösewicht und die werden auch immer fieser und gemeiner. So ist es nicht. Ne? Also am Anfang konnte man schon sagen, ist es so Level 1 Endgegner. Jetzt kämpfst du dich gerade so vor auf Level 50 hoch, wo du dann denkst, so, ja. Und am Anfang ist es mehr so einer. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind gerade auf Level 50. Das ist vielleicht da ein bisschen was mehr zu handhaben gibt. Andere Probleme kommen natürlich auch. Also es ist die Mischung, finde ich. Also man hat diese Liebesgeschichte eben mit dem Fantasy-Aspekt, dass es eben Unsterbliche sind und sie eben ihr Gegenstand finden müssen mit noch ein paar anderen Fantasy-Elementen. Man hat dann später auch noch eben über mehrere Bände hinweg diesen Endgegnern sozusagen. Und neben dem, ja, den Endgegner hat man aber auch noch eine unsichtbare, Gefahr, die das Volk bedroht und wo man dagegen ankämpft. Wo aber tatsächlich beide Wege genutzt werden. Also die magische und nicht magische. Und man erlebt so, wird was, kommt was, wird was und ja. Es ist eine Reihe, die ich immer noch gerne lese. Wo ich jetzt schon so ein paar Bände dabei hatte, wo ich war so, nee, das ist ein bisschen durchschnittlich. Ich bin eigentlich von der Autorin was Besseres gewohnt. Gebe ich offen ehrlich zu, aber ich liebe es. Ich liebe es eben, dass ich weiß, was mich hier drin erwartet. Wie die Umsetzung ist, ist aber immer das, wo ich sage, ja, ich muss dann noch schauen und bin gespannt, was mich oder wie mich das zukommt. Tatsächlich gibt es dann auch verschiedene Familien. Also wir haben, ist es jetzt in dem Band drin? Nein. Schauen wir mal, wo sich eins versteckt. Weil wir bekommen nämlich in den Büchern dann irgendwann einmal, ich bin in zu frühen, da ist es. Genau, weil wir natürlich, also mein dunkler Prinz, ja, startet. Wir haben hier mehrere Jahre vor uns. Später erleben wir die Geschichte seiner Tochter und noch ein paar anderen. Und das ist dann hier so der Stammbaum. Und tatsächlich erleben wir von vielen von denen, und hier auch nochmal, die Bücher dazu habe ich gelesen. Also das heißt jetzt, wenn man mal bei einem gewissen Band angekommen ist, kann man tatsächlich so bei diesem Stammbaum nachschauen und sagen, okay, ja, da habe ich mitbekommen, wie die zusammengekommen sind. Da, jawohl, ja, das sagt mir was. Ja, die kenne ich auch. Mhm. Also das ist wirklich teilweise sehr interessant, weil man halt Gefühl hat, man gehört zur Familie. Man ist seit Band 1 dabei und das ist so, ja, ich bin halt die schräge Tante, die halt immer mal wieder auftaucht, wenn es eigentlich so was Besonderes gibt. Also immer wenn ich auftauche, kann man davon erwarten, dass irgendjemand, ja, gerettet wird. So. Und ja,
Ich kann es verstehen, warum manche es nicht weiterlesen, weil, wie gesagt, man weiß, was für ein Schema hier drin ist und es wird nicht neu erfunden. Aber es gibt immer wieder Elemente, die dabei sind, die ich toll finde. Ein paar davon werde ich jetzt natürlich nicht erwähnen, weil das könnte ja spoilern. Aber es sind... Die Mischung macht's halt. Die Fantasy-Romantik mit diesem Horror, Leicht-Horror. Aber wir, also leicht. Ne? Und die perfekte Mischung aus Spannung, Leidenschaft und übernatürlichen Elementen ist einfach toll. Und ich denke auch, ich werde es auch, trotz wenn es mir immer nur noch durchschnittliche Bände bringt, weiterlesen, weil die Reihe war die Reihe, die mich in Romantasy eingeführt hat. Und ich war nur noch so, ja, meine zwei Lieblingsgenre in einem. Was will ich mehr? Ja. Und ich finde es einfach geil, dass so viele Bücher hier vor mir liegen und ich denke mir so, ja, mehr davon. Ja, das ist einfach toll. Am liebsten würde ich jetzt mal ein Buch lesen, was noch auf der Ruby liegt. Ach ja. Aber 37 Bände. Einfach der Wahnsinn. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr die Reihe schon kanntet. Wenn ja, habt ihr sie gelesen? Habt ihr sie vor, noch zu lesen? Oder habt ihr es nach einem Band schon aufgegeben? Ja, das würde mich gerne interessieren, ob ihr sie auch kennt. Die Vampirreihe von Christine Feehan. Oder die Karpatener. Ja. Nein, das zeige ich nicht hoch. So. Das ist eine Kurzgeschichte. Passt nicht rein. Ja, okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wann immer das Video auch schaut. Lasst mir gerne ein Abo da und falls euch das Video gefallen hat, natürlich den Daumen hoch. Und dann räume ich jetzt die ganzen Bücher wieder weg. Und vielleicht noch die eine andere große Reihe, die ich nämlich dann als zweites entdeckt habe. Ja, das kommt nämlich dann als demnächst. Also abonnieren lohnt sich. Bis dahin. Tschüss.